Hey, einen wunderschönen guten Tag, erlaube ich mir zu wünschen. So, ich habe mir dann das Update nochmal kurz angeguckt. So richtig habe ich manche Dinge nicht verstanden, weil ich es noch nicht so, also angeguckt, nicht richtig durchgelesen, ne? Und zwar, dass man mit Freunden in einer Gruppe unterwegs irgendeinen Boost bekommt und dann auch bestimmte Möbel erfarmen kann oder wie oder was, weil dieses helle Margeritenzeug sieht eigentlich ganz geil aus, aber so richtig verstanden habe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich hatte die Wahl, entweder schnell spielen oder langsam lesen. Rate, was es geworden ist. Und in den Schwarzmarkt muss ich dann halt auch nochmal gehen, um eventuell Piratenmöbel mir anzugucken. Das bekommt man zwar am Glücksrad, das ist schon klar. Allerdings habe ich was mit Goldmünzen gelesen, die man da auch erhalten kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die mit erhalten meinen, ob das kaufbar ist tatsächlich oder halt mit dem Glücksrad. Und ja, ich habe Glücksmünzen ja erhalten durchs Spielen, und zwar jedes Mal, wenn man spielt, eine Münze und wenn man gewinnt, sogar zwei. Also man geht nicht leer aus, das ist schon mal sehr schön. Sehr schön. So, was brauche ich noch irgendwas? Ja gut, mehr als das. So, gut, nehmen wir die halt wieder. So. Das ist fürs Wasser. Und hier ist nichts. Gut. So, meine Unpünktlichkeit hat sich heute mal wieder ausgezahlt. Ich war eine Dreiviertelstunde zu früh bei meinem Arzttermin und wurde daher, ich dachte erst, die haben noch zu, aber irgendwie nicht. Also, es war so leer wie nie. Und da haben sie mich ruckzuck drangenommen. Und da war ich tatsächlich auch eine Dreiviertelstunde vor meinem Termin fertig. Eine halbe Stunde vor meinem Termin fertig. Geil. Es wäre auch. Also, es wäre nicht eng geworden, sagen wir mal so. So knapp plane ich ja nicht. Aber es wäre mir schon unangenehm gewesen. Ich mag das nicht, so unter Zeitdruck zu sein, wenn es darum geht, dass ich halt performen muss. Sprich, dass ich einen guten Eindruck zum ersten Mal mache. Na, wenn das so beim fünften Mal ist und es ist tatsächlich irgendein Notfall, da bin ich dann schon selbstsicher genug zu sagen, ja, es war tatsächlich ein Notfall. Also es konnte ich tatsächlich nicht beeinflussen. Aber, jo. Beim allerersten Mal, das wäre nicht schön. Bin ja gestern ja, zu meinem Probearbeiten Ort bin ich ja mal kurz hingefahren, um zu wissen, wie, wo, was und vor allen Dingen, wo ich parke, ohne dass ich abgeschleppt werde nachts um zwei. Jetzt bin ich doof. So, das ist mein Sicherheitsbedürfnis halt, ne? Echt Sicherheitsbedürfnis. Ich habe gerade eben gesehen, Sixt ist auch unterwegs. Kann ich gleich mal gucken, ob ich das raffe mit diesem neuen Feature, was wir da bekommen haben. Bum, bum, bum. Dass man sich zu den jeweiligen Leuten irgendwie selbst beamen kann hier, ne? Nee, zur Gruppe einladen, hey. So. Wo ist er denn? Der ist gerade in der Bahari-Bucht. So. Die Stalker-App sagt mir, wo die sind. Das ist ja nice. Soll ich heute noch angeln? Nö. Angeln habe ich jetzt gar keinen Bock. Na gut.
Sixt macht das, was ich gemacht habe nach einem Update. Ich bin dann immer wo ganz anders hingegangen. Obwohl, er wird dann das wahrscheinlich mit der Gruppeneinladung gedöns und miteinander jagen wird er vielleicht machen. Ich könnte ja fragen, statt zu spekulieren. Aber, nö. Es langt, dass wir eine Stalker-App haben. Ich muss nicht auch noch stalken. Oh, wieder mal. Jeden Tag stehe ich vor der schwierigen Entscheidung, was ich Gina zu Abend kochen soll. Vielleicht reucht heute Fischeintopf. Reucht. Die Knöpfe, die du gebracht hast, waren annehmbar. Ich hätte zwei gleich große bevorzugt, aber ich hatte es nicht spezifiziert. Ich wünschte, ich hätte auch mal die Zeit, um mit einem Stock Fische aus dem Wasser zu locken. Ich wünschte, ich würde Gina gerne kleinen Mundbarsch zum Abendessen machen. Aber angeln zu gehen würde leider bedeuten, dass ich von ihrer Seite weichen müsste. Nächstes Mal werde ich irgendwas vorbereiten. Was zu essen wahrscheinlich? Keine Ahnung. Also substanzielles? Keine Ahnung. Ich war so in meiner Forschung vertieft, dass ich dich fast nicht gesehen hätte. Es mag verrückt klingen, aber manchmal habe ich den Verdacht, dass mit dem Holunderwald etwas nicht stimmt. Als würde dort was Böses mangels eines wissenschaftlichen Begriffes herumtreiben. Sehe ich. Ach, ist nicht so wichtig. Klingt langsam wie Eloisa. Das heißt, im Holunderwald könnten wir, ne, irgendwann dann doch. Irgendwann. Das wird dann so ein bezahlbares DLC, ja? So, gleich mal links. Ja, wenn das so ein Minispiel wäre mit was weiß ich, Jagen, Kloppen oder so, ja, warum nicht, ne? Das müsste dann sowieso ausgelagert sein. Von daher, spiel das Spiel jetzt ein Jahr, da könnte man sozusagen davon ausgehen, dass man es dann irgendwie nochmal kauft, ne? Also im Sinne von Geld dafür ausgibt. Ich habe es ja sozusagen einmal gekauft. Also es ist ein kostenloses Spiel, das ist mir schon klar. Ach, jetzt habe ich die Münze nicht mitgenommen. Ja, gut. Ist im Gange. Ist im Gange. Ist im Gange. Da ist ein Stinky. Wie ist denn das dann mit dem Luftvieh? Ist das dann gelb? Ups, vergelt. Ist das dann gelb? Knuffisch. Warum ist denn das zu? Achso. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwo Geräusch gehört. Wowie! Loser Rizzi! Pardon, wenn ich das falsch ausspreche. So, ich bin dran. Ich bin dran. Was haben wir da? Schrott haben wir da. Wir haben Pilzwaren. Krass. Könnte ich gebrauchen. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber hey. Oh. Schrottpasch, gib her. Der Giftzwerg, der erste. Grüne Haare, cool. Lassen wir mal lieber. Wenn das keiner will, ne? Wäre es jetzt auch klug gewesen, wenn ich das weiter gesammelt hätte.
Super. Die Nudeln will wirklich keiner. Na ja gut, es ist auch warm, ne? Wer will da schon Nudeln haben? Kohlenhydrate brauchst du bei der Hitze ja nicht. Salätsche wäre mal lieber. Also die Nudeln, die sind wirklich nicht beliebt. Oh. Minty Mousse. Ist freigebig. Vielen Dank. So, jetzt brauche ich nur noch Grünzeug. Grünzeug. Pilze mit Grünzeug. Komisch. Schräge Kombi. Also gebratene Pilze und ein Salätsche dabei. Geil. Yay. Wer hatte meinen Salat? Der hatte meinen Salat. Meeresfrüchte, yam yam. Fleisch und Garnelen. Lieber Salat. Witzigerweise ist Sommer so also ziemlich die einzige Zeit, wo ich auf Fleisch abfahre. So richtig tot gegrillt. Richtig schön furztrocken mit Röstaroma. Geil. Kannst du ewig dran kauen. Perfetto. Das war volle Pulle Eiweißschock. Und der Salat lässt es noch rutschen. Okay, der sammelt.
Na gut, ein Fisch wäre ja noch da, wenn er nicht schon den hat. Also, der scheint die Orangen zu sammeln und dann doch wieder rauszuschmeißen, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob er den nimmt. Der da. Lasse. Shit. Ja, der hat jetzt zwei und ich habe zwei. Das ist natürlich jetzt palöde. Komm, ich gebe den dir. Scheiß drauf. Ich habe noch überlegt, ob ich taktisch sein soll, aber wir verlieren ja nichts, wenn wir uns gegenseitig was zuschanzen würden. Dann ist es auch schneller rum, dann kriege ich schneller meine Münze. Goodie. Goodie. Wie ist denn das mit der Uhrzeit? Test 14:14. Okay. Bin gespannt, ob gleich ein Test bestanden kommt oder so. Quarktasch. Ah, schön. Enlea. Okay. Das sind eigentlich ganz gute Karten. Fleisch ist doof. Shit, shit, shit. Weg damit. Okay, geht gerade noch so. Ich hoffe, dass Future das Spiel irgendwann mal wieder zocken kann. Der hat dieses Spiel hier sehr gemocht. Und wenn man jetzt auch noch so cooles Zeug dafür bekommt, geil. Darf man gar nicht drüber reden, Mensch. Macht man die Nase lang. Hatten wir gestern auch, dass diese Redewendung jemanden die Nase lange machen.
jemanden die Nase lang machen oder lange Nase machen. Nee, wie? Nee, beim Pinocchio ist es ja irgendwas mit lange Nase, ne? Ich weiß gar nicht, gibt's da eine Beschreibung für? Dann weiß ich gar nicht, weil das eine ist ja was ganz anderes, ne? Also das beim Pinocchio, die lange Nase, war ja aufgrund des Lügens. Und lang Nas mache ist ja jemanden den Mund wässrig machen oder jemanden was erzählen, was ihm auch gefallen könnte, es ihm aber trotzdem irgendwo verwehren. Oder dass man weiß, dass er es nicht erlangen kann. Oder der andere sagt einem, dass er es nicht erlangen kann. Mach mal nicht die Nase lang. Mach mir nicht den Mund wässrig. Mach mir keinen Appetit darauf. Ja. Das sind alles so Redewendungen, ne, die benutzte, so, ohne großartig drüber nachzudenken. Und wenn du dann mit Leuten zusammen interagierst, die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind, die gucken dich dann an wie ein Auto und denken sich, was quatscht der da für einen Käse? Die eine Kursleiterin, die ist schon drollig, ne? Die hat auch keinerlei Berührungsängste, so ein bisschen Theater zu spielen, um anderen Leuten Dinge zu erklären, die man mit Worten eventuell nicht erklären kann. Jetzt nimmt er mir hier wieder das Grünzeug weg. Sauerei. Toll. Jetzt, wo ich einen Schrottpasch sammle, bringen sie das passende Fleisch. Nochmal zwei Schrottpaschs. Wie, der konnte sich jetzt des Fleisch schonen und mein Fleisch schonen, obwohl wir dann schon in der zweiten Runde waren? Das geht? Man kann nur seinen eigenen Kram nicht holen, ne? So, du darfst dir das dann holen. Und dann, oh Gott, ne, der andere nimmt es nicht. Dann könnt ihr euch gegenseitig rumkloppen. So, da hätte ich gleich eine Chance auf drei Schrottpasch. Gewonnen ist gewonnen. Es geht ja nicht ums Gold, es geht ja nur um die Munzen. Ein Glück. Ich habe überlegt, ob ich den noch holen soll. So, gehen wir jetzt mal am Rad drehen. Schönes Muster da. Oh, schöne Farbe. Ja, sehr süß. Sehr süß. Nee, verkehrt hier. Hier. Wuhu. Hey. Was? Preistasche? Bitte was? Zutatenpreistasche. Okay. Glücksmünzenpreistasche. Kriegen wir nochmal Glücksmünze? Hä?
Okay, öffnen. Geil. Nummer 5 Stück. Was ist das? Das meinen die mit Zutaten. Okay, mit Sterne. Krasse. Krasse. Achso. Das dicke, das Riesen, die Riesenmünze ist die Glücksmünze. Ja, okay. Da war was. Ich verwechsel die ständig. Pass mal, ich könnte ja auch gerade hier unten so ein paar einlösen. Nee, ich mach das so wie sonst auch mit richtig vielen. Dass ich das Spiel so ein bisschen in die Knie zwingen, kurz vor den Absturz bringen. So, 100 Münzen auf einmal, zack. In der Hoffnung, dass ich dann den Algorithmus so ein bisschen schubs. Dass er mir gar keine andere Wahl, dass ich ihm gar keine andere Wahl lasse, als dass er mir was Gescheites rausplopst. Hat nicht wirklich funktioniert bisher. Es war zwar bei 100 mindestens ein Plüschi, ich glaube, bisher immer dabei, ne? Also mindestens ein Plüschi war, glaube ich, dabei. Ich glaube, es war bis jetzt nicht so, dass es bei 100 mal gar keinen Plüschi gab, aber ey. Oh. Shit. Das ist aber natürlich doof. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass hier was Gescheites raushüpft. Achso, ich bin ja noch im neuen Server. Hier muss irgendwo irgendwas sein. Da hinten sehe ich kein Lehm. Ich gehe mal gucken in der Hoffnung, dass hier was versteckt ist. Apropos. Ich habe meine Wünsche erfüllt bekommen. Was hättet ihr denn? Ja, genau. Selbst wenn ich den hätte, würde ich den nicht ergeben, ehrlich gesagt. Okay, hier ist nichts. Dann muss ich gleich mal da hinten gucken. Warum leuchtet das Kupfer schon? Ist doch auch ab und zu Lehm. Nee, nur Blumen, ne? Ja. Knopf gedrückt. Das ist Mistvieh. Ich höre ihn doch.
Siehst du, ich bin nur am Wasser vorbeigerannt und habe auch einen Boost bekommen. Geil. Hallo. Hey. Achso, das ist nur so Krautzeug, kein Blume. Naja. Wenn ich schon mal hier bin. Nehmen wir mit. Und einer noch ein bisschen anflirten. Was ist UW? Achso, you're welcome. Okay. Es ist Zeit, emotionales Verbinden zu feiern. Menschen sind zugleich uralt und ganz neu. Faszinierend. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal wieder angeln gehen sollte. Wir können ja zusammen angeln. Es würde mich sehr freuen, an meiner Seite ist immer ein Platz für dich. Ich verstehe nicht, was Mairi oder Menschen meinen, wenn sie von Arbeit reden. Ich tue, was ich tue, weil es mich vergnügt und dem Einssein näher bringt. Macht das nicht jeder so? Leider nein. Ich habe Mitleid mit Wesen, die arbeiten müssen. Ich könnte es nicht ertragen, so viel Zeit weit weg von meinem Einssein zu verbringen. Ich habe nach einem besonders geistreichen Feenkarpfen gesucht, der mir Gesellschaft leisten könnte. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar findest. Deine Abwesenheit vervielfältigt meine Einsamkeit. Mein Alleinsein eher, ne? Also Loneliness ist... Loneliness ist ja Einsamkeit. Loneliness ist... Müsste ich mal nachlesen. Habe ich bis nachher wieder vergessen. Mein Notizblock muss ich mitnehmen. Und Stift vor allen Dingen. Ich habe gestern ja getankt. Zur Vorsicht. Und habe vergessen aufzuschreiben, wie viel ich getankt habe, beziehungsweise zum Tankprotokoll mache ich ja, damit ich so ein bisschen den Überblick habe, wie ich so verbrauche. Lalala. Beziehungsweise das Auto verbraucht. Ist ja auch nicht mehr das jüngste Modell. Wenn die braunen Flecke sich auch nicht bewegen, einfach draufballern. Ah. Verdammt, ich höre dich doch. Ich habe ihn knirschen gehört. Sein Mundmalwerkzeug war in Gang.
Und den habe ich wahrscheinlich. Den hätte ich jetzt übersehen, wenn da oben nicht das Gedöns wäre. Also wenn ich das hier spiele, habe ich schon so eine Ahnung, warum man Jagdsport sagt. Dennoch möchte ich nicht unbedingt... Ne? Weil so viel kann ich gar nicht essen, als dass ich da ballern würde. Kommst du noch in so einen Blutrausch rein? Was man alles so cool gemacht hat. Ja, gut, wenn man dann auch noch in der richtigen Gruppe ist und mit anderen Jägern, die sich so gegenseitig dann auch noch rühmen, dann hast du dann auch die Validität, die Bestätigung, dass du was gut gemacht hast und dann musst du halt trotzdem noch überlegen, ja, eins reicht doch jetzt auch, ne? Man muss ja nicht fünf. Es sei denn natürlich, man macht das auch als Förster. Der verkauft mir ja, glaube ich, den Krempel auch bestimmt. Und bevor da irgendwelche Leute wild im... Ist ein dunkler, ne? Leute wild im Wald rumrennen. So wie es in anderen Ländern so üblich ist. Wo du dann auch überlegst, mit einer Bierdose jagen gehen, ist das jetzt nicht unbedingt das passende Equipment. Das ist ein Heller, ne? Wo sind die anderen jetzt hin? Habe ich natürlich jetzt verloren, weil ich nicht gescheit... Pass auf, da babbeln wir da, ne? So ist das. Brauche ich noch nicht mal eine Bierdose bei zu haben. Krieg's auch so hin. So, wo ist denn der stinkige Zähne? Da oben ist er, oder? Ja. Der da oben. Doch, ist ein dunkler. Nee, ist nicht. Hä? Ernsthaft? Ne, doch, doch, es war ein mittlerer. Hat ein anderes Geweih. Da hat vorher jemand dran rumgeknabbert. War nicht der einzige. Die einzige. Da hinten ist ein Blume. Die ist aber schon am Leuchten. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Ja, doch, könnte es werden. Hm. Ach. Ach, der hat ja jetzt so einen Balken über der Schnute, ne? Um zu sehen, wie weit der fertig ist. Die sind ja jetzt mit Balken versehen. War da hinten noch eine Blume? War da nicht? Nee. Einbildung.
nichts. Bitte. Das war ein dunkler. So habe ich mich verguckt. Das war aber gerade noch so an der Schwanzspitze, ne? Oje. Upp, Hölle. Noch nichts. Oh, hier bin ich. Also, steht normal. Hübsch, 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 hübsch. Reis. Mitten in der Walachei findet man Reis. War ich auch schon länger nicht mehr. Ach so, warte mal. Zweites Stockwerk anbauen. Ich weiß gar nicht, ich kann mit dem ja eh nicht flüstern, ne? Strolch 14.
Alle Möbel raus und um. Ja, das ist ein bisschen hundert vorderst Satz, aber egal. So, soll ich mit Hodari noch ein bisschen schäkern? Der ist eh nicht da noch. Wo kommt denn der? Ja, doch so 14, 15 Uhr müsste er dann angetapst kommen. Gucke ich mal, ob ich vielleicht doch noch irgendwas. Jawohl, ich habe so viel Zeug bei mir in der Tasche, was ich hier gar nicht gebrauchen kann. Ach, guck mal da. Jetzt gerade habe ich von dem schon genug. Ich glaube schon, ne? Ja, wenn Stern, dann ja, aber ansonsten nö. Da, genau wie dem. Okay, wenn ich von dem 30 habe, brauche ich auch nichts mehr. Ah, nee, warte mal. 12. 12 lassen wir. Raus, 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 raus. Ah. Abholen wir mal. Ich hätte schwören können, dass man das mehrmals am Tag machen könnte. Wenn das dann sozusagen eine gewisse Zeit verstrichen ist, dass man dann nochmal anfragen kann. Aber da muss ich mich wohl geirrt haben. Oh je. Ich glaube, ich sollte das mit dem Jagen mal ein bisschen zurückstellen. So, habe ich denn irgendwas Feines, Schickes, Neues? Außer halt der Kram, ja. Ermittler anrichte. Dann den Gourmet-Krempel hier. Die sind so winzig. Die sind richtig winzig, die Geschirrsachen. Was ist das? Ein Schneidebrett. Pass mal auf. Das ist ein Platzteller wahrscheinlich. Pfannenstapel. Wenn da noch so ein bisschen Grind dran wäre, ne? Was ist das? Ein Esteller Stapel, okay. Nett. Die sind auch so winzig, ne? Was ist das? Dessertschale. Gut, die machen wir noch. Wenn man da einen Henkel dran hätte, wäre das für mich dann eher, ne? Mini-Becher. So. Will ich nur noch irgendwo den schon mal hinstellen.
Hallo. So, haben wir irgendeinen Tisch? Einen schicken Tisch, wo ich den ganzen Quatsch drauf placken kann, weil. Die Gute ist ja mit Switch unterwegs. Die hat mir wahrscheinlich gerade eben versucht zu schreiben, als ich sie mitgezogen habe. Oh, da ist er. Ja. Danke für den Besuch. So. Gucken wir mal. Wie stellen wir den Krempel mal hin? So ein bisschen. Mal gucken. Vier. Ach, die sind gar nicht mal so klein. Ach, sehr schön. Die sind halt winzig, ne? Wie sind Tropfen Dessert kriegst du da? Goodie. Ich habe Discord jetzt auch gar nicht an, deswegen kann sie nicht mit mir quatschen. Ein gelbes Ei, habe ich die überhaupt dabei? Ja, habe ich dabei. Wenn man hier so ein bisschen steht, könnte man gerade wieder auf Toilette gehen. Oh, schön. Sehr schön. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir noch so einen besorge und dann so ein bisschen so schräg gegenüber oder vielleicht so leicht angewinkelt, dass es fast so eine Art Kreis ergibt. Da müssten wir aber mehr holen. Bei vier, wenn ich die so ansetze, würde ich glaube ich so bei fünf oder sechs eher rauskommen, wenn man die so aneinander stellt. Der ist aber auch hübsch, der Fisch da. Das ist. Was ist denn das für einer? Der sieht nicht wirklich wie ein Koi aus. Also zumindest nicht wie der Koi, den man so fangen kann, weil der ist richtig knallrot, der da. Hat aber so einen weißen Streif. Oder war auch die Seitenlinien? So, wollte ich hier noch irgendwas anderes machen? Nicht wirklich, ne? Wollte nur einen Tisch aufstellen und den Scheiß reinschmeißen. drauf, nicht rein. So, machen wir hier mal. Die ganzen Tomaten mal wegkriegen. So, haben wir den Salat jetzt? Ne. Mit Update kam kein Salat. Ich dachte eben, was hockt denn da für ein Vieh? Das ist eine Lampe. Ich sehe schon immer überall irgendwelchen Viehkram. So, Fleisch. Bitte fein. Okay. Ja, so ein paar. Paar besondere Dinge möchte ich noch zusammenkratzen. Ja, hier. Genau. Ich habe drei Stück. Drei Perlen. Habe ich mir vom Munde abgespart. Meine Güte, hat aber wirklich lange gedauert, bis ich die wieder zusammen hatte. Ach, ich sehe gerade, ich habe gar keine von den Blumen gefunden. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das war nur die, die angefragt war.
Okay. Auch nicht viel. Ja gut, so wahnsinnig viel Kupfer habe ich nicht. Da könnte ich dann auch noch mal hacken gehen. Habe ich den Kram? Alu? Kupfer? Ah, hier. Also an Geld mangelt es absolut nicht. Ich könnte hier die ganzen Edelsteine verhökern. Die allein, die 12 allein sind schon 7.800 wert. Meine Güte, sind wir reich. Richtige Großkotze. So. Jetzt habe ich wieder eine Stunde gespielt. Das sind gewöhnliche Pfeile. Da dauert es auch noch ziemlich lang, bis ich genügend Münzen beieinander habe. Bin erst bei 29. Plus dann, die ich dann kaufen werde für Geld. Ist die Maus jetzt eigentlich noch da? Das sieht man doch hier auch, oder? Walde daheim. Ja, das hat auch was. Das sieht so klein aus hier irgendwie, das Gebiet. Ich weiß auch nicht. Das ist natürlich richtig geile. So, wie viel würden der Gramm kosten? Irgendwas mit 2500. Ja, genau, hier. Nicht genügend Währung. Ja, ist mir schon klar. Wie viel wären das dann? Wären das umgerechnet 25 Euro oder? Wir wären dann bei 32 Euro, weil Dinge. Das wären 25, tatsächlich 25 Euro. 25 Euro wären das. Puh. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Na, wenn ich nicht weiß, wie weit mir das was bringt, ich meine, es sieht geil aus, ja, aber. Hm. 25 Euro. Würde ich für das Spiel ausgeben. Habe ich aber schon ausgegeben. Letztes Jahr. So rein von der Gefühlswelt würde ich dann glattweg sagen, es ist in Ordnung. Aber halt die Sache, die Katze ein bisschen im Sack kaufen, ist halt so ein Ding, ne? Bringt's das auch wirklich? Ich glaube, da würde ich mich eher doch noch von einem anderen Streamer spoilern lassen wollen, um zu sehen, ob das wirklich sich lohnt. Ich meine, einerseits würde ich es gerne selber erkunden, statt mir es vorkauen zu lassen. Aber man kriegt ja, heutzutage kriegt man das ja nicht ausführlich beschrieben, man kriegt ja ein Video. Beschrieben würde mir reichen. Ach, warte mal.
Ach, das ist immer, ich habe gar nicht gesehen, dass er mit mir geschrieben hat. Ich glaube, es wollte mir nur deinen Kratzbaum anschauen. Es flog aber alles in der Luft rum. Hat anscheinend nicht richtig geladen. Ah, okay. Huch. Nutzt ja nichts, wenn ich das in die Gemeinschaft reinposte und sie ja gar nicht in der Gemeinschaft drin ist. So, warum rennst du bitte schön? Hallo, aufhören. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein Dorngänseblümchen. Geil. Schön. Vielen Dank für die Blümchen. So, apropos Blumen, hier sind ja gar keine. Wo sind die ganzen Blumen hin? So, China ist noch in. Oh, hallo. Vielleicht kommt ja jemand getapselt. Bock? Hast du Bock? Hast du Axt? Mir und der See. Andersie, Andersie. Andersie. Yay! Käse da. Yay! Achso, warte mal, wenn die über die andere Brücke. Ne, die läuft über die Brücke. Ne, Schande, ich weiß es nicht. Wo die Gina langlatscht. Ah ne, Quatsch, ich hab ja mit dir schon gesprochen, ich Dussel. Ja, Menschenskindscher. Gibt's dann irgendjemanden mit dem. Ja, Hodari mal wieder, ne? Hodari habe ich mal wieder nicht angequatscht. Gehen wir noch kurz bei die Katze. Es ist spät abends. Wow. Mal gucken, vielleicht braucht noch irgendeinen Tisch einen vierten Mann. Frau Sellen. Hier ist im Gang. Hier ist im Gang. Nudeln mit Meeresfrüchte.
Spaghetti mit Meeresfrüchte. Geil. Und Tomatensauce ein bisschen. So ein paar angeschwitzte Tomaten, das langt schon. Ihr sammelt alles das, was ich sammle, hä? Yummy. Sweetheart. Shinarin. 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 Was habt ihr denn? Warum will denn keiner Gemüse? Gemüse ich gesund, obwohl da so jede Menge Stärke und Zucker drin war. Obwohl, Mais, habe ich gehört, würde vom Körper überhaupt nicht verarbeitet werden können. Also was heißt verarbeitet? Wenn du nicht kaust, jo. Dann schon. Aber ich meine, wer schluckt den Reis, Dings einfach so runter? Muss er doch kauen, damit er Geschmack hast. Okay. Genauso wie Mehl. Brot. Das muss eine gewisse Gehzeit haben, damit wir das überhaupt aufspalten, vertragen. Und keine Allergien entwickeln. Und Zeit ist halt das, was die Industrie nicht hat. Genauso beim Fleisch. Das wird halt nicht lange gelagert, weil Lager ist Geld. Das kostet Geld. Deswegen wird das so schnell wie möglich rausgepeppert. Um Geld zu sparen. Und da hat dann die Kursleiterin gestern, hat schon dem einen Kollegen, also ich habe es nicht gehört, sagen wir mal so, er meinte dann, als sie auf irgendetwas anspielen wollte und dann sagte er Schreibblockade. Meinte er hätte das gesagt, ich habe es nicht gehört. Und sie dann, ach Entschuldigung, und das habe ich nicht gehört und ich dachte so, ich auch nicht. Aber danach hat sie dann halt von dem Brot gesprochen. Also Schreiben ist wie Brot, es braucht Zeit. Und der Witz ist, ich meinte dann, als sie sagte, was braucht man denn für Brot? Und dann meinte einer Mehl und sie sagte dann, ja was noch? Und ich dann, ja Gehzeit. Weil ich dachte, auf das will sie hinaus, ne? Dass der Text halt ein bisschen Zeit benötigt. Und da meinte sie, nee, will auf was anderes hinaus. Und dann meinte sie, Sauerteig und Hefe und das muss dann gehen. Und das braucht Zeit. Und ich dachte so, willst du mich verarschen? Bist du überhaupt, gute Frau, sind sie überhaupt anwesend? Achso, das war jetzt nicht so clever. Gut. Also, da redet man mit jemandem, die so in Gedanken ist und so ihren Film fährt, dass die einen anguckt und dann sagt, nee, das meine ich nicht und sagt 5 Sekunden später dasselbe. Und du denkst so, okay. Ja, vielleicht liegt es am Alter, vielleicht hat sie tatsächlich ein bisschen was an den Ohrmuscheln, dass sie das Wort nicht gehört hat. Und hat was anderes gehört oder so, ich weiß es nicht. Weil wir haben so ein paar Nuschler bei uns auch. Das ist tatsächlich so. Die eine, die ist so zaghaft im Reden. Die ist immer so leise und traut sich auch irgendwie nicht zu reden. Und dann siehst du schon am Gesicht der einen Kursleiterin, wenn sie so verkrampft guckt, so ganz sich schwer konzentriert und überlegt, was für ein Wort kam da jetzt gerade eben so über den Äther gewabert. Das kam bei mir nicht an. Aber ich meine, dass die nicht mehr so gut hört mit 71, das ist auch erlaubt, ne? Andererseits, wie gesagt, die Maus, die nuschelt auch. So mit fester, überzeugter Stimme etwas rauszupausauen, das ist nicht so ihr Ding. So, ja, dann lass ich's mal.
Da werde ich jetzt mir hoffentlich irgendwo einen Knobi krallen und. Ah nee, ich dachte eben schon, das wäre ein Schrotttasch geworden. Nein. Hätte ein Schrottpasch werden können, wenn ich das behalten hätte. Und ja, hätte Fahrradkette. Lalala. Oh, der coole Mantel da. Das ist auch schick. Ah, wer bunkert denn hier bitte, du Kenobi? Außer ich. Knofi, Knofi. Knobi, Knobi. Sehr schön. Gut. Huch. Na, verkehrte Knöpfe. Soll ich noch ein bisschen? Nee, es sind nur noch zwei da. Gut. Dann wird es an mir auch nicht hängen. Ich habe ein weniger schlechtes Gewissen. Aber nur ein bisschen. Eine Goldpreistasche. Das heißt, ich krieg jetzt Gold. Kohle. Ui, 100 Gold. Nett. Wer kein Geld? Schnell Dinge! Dinge! So. Was ist das? Oh, ich glaube, den habe ich schon, ne? Und wenn, dann muss ich ihn sowieso mal basteln. Da steht er mit dem Geld rum. Geil. Was gibt's? Die Anstecknadel sieht aus, als wäre sie aus einem alten Angelzeug gemacht. Lass mich raten, das ist eine Zuneigungsanstecknadel. Da ist sie wirklich. Nun, ich werde bei deinem Glück natürlich nicht im Wege stehen. Wieder so skeptisch. Mir geht langsam die Zeit aus. Jell kauft mir ständig das Lager leer. Für wen schneidet er denn? Die ganze Aquindo-Königsfamilie oder was? Und mit dem habe ich auch schon. Ich glaube, der ist noch derjenige, mit dem ich. Selbst mit Hassian habe ich in letzter Zeit. Achso. Mal gesprochen gehabt. Mit Jell? Gar nicht. Tisch habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Meine Angebetete. Ja, Subira war halt interessanter. Die habe ich heute auch noch nicht angesprochen. Ich überlege auch gerade, ob ich noch hinlaufe. Aber es kommt ja nichts Neues vom Gespräch hier. Von daher. Wenn wir. Ich könnte ja jetzt Kanyata anflirten. Haben wir so fast alle durch. Der sieht fast aus, als wäre der Lehrling, ne? Das Chili, was er da anhatte eben, das sah so ein bisschen aus, als würde er bei ihr in die Lehre gehen. Was anderes. Was war das? Mit Anlauf. Geil. Zehn Stück habe ich noch. Sag mal, haben die da irgendwas dran gedreht? Ich meine, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gefarmt an Stein, okay, aber. Nur die Hälfte? Normalerweise war das auch viel mehr, kann das sein? Also, es war mal eine Zeit, wo ich dachte, boah, wohin damit? Nee. Ich fürchte, ich muss demnächst in Bahari mal wieder die ganzen Steine wegkloppen, die alle anderen stehen lassen. Ist vielleicht auch tatsächlich hier so wenig heute, weil das mit dem Käferfang-Challenge für was weiß ich, wie viele Millionen wir da eintüten sollen,
für die Steam-Errungenschaft oder pff, weiß ich nicht, was das ist. Da haben sie sich natürlich vielleicht die ganzen Steine vorgenommen, um auch an den Plüschi ranzukommen. So, den nehmen wir nochmal mit. Ich sammle dann auch die mal ein bisschen, ne? So, wie ist es mit 2 Stück? Okay, passt. Passt. 5 Butter habe ich. Oh je, 34 Bratöl. Eier 20, Essig aus 16. Das ist bestimmt durch die ganzen Glücksmünzen auch zustande gekommen. Mehl auch genug. Milch jede Menge. So, was ist das? Das war die Sojasauce. Das ist Zucker. Okay, dann müsste... Dann müsste... Außer der Butter genug sein, ne? Also bei Butter muss ich mal noch überlegen. Werde ich dann demnächst auch so einen 20er-Pack mal kaufen. Gut.